probably won't stay friends. We both try to keep our distance. Fear things will never listen. No. Hallo zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und ich habe mir gedacht, ich nehme euch einfach mal mit in meine ersten Schulwoche in der Oberstufe. Wir haben jetzt den 17. August heute und in Rheinland-Pfalz beginnt eben heute wieder die Schule. Ich habe heute erst zur dritten, das ist eigentlich bei uns immer so am Schulanfang und gerade wegen Corona ist jetzt der Unterrichtsstart zeitversetzt von den einzelnen Stufen. Ich habe dann erstmal eine Stunde meinen Stammkurs, dann habe ich eine Freistunde, weil ich montags eigentlich immer dritte, vierte dann frei habe, also ich weiß meinen Stundenplan schon. Und 5., 6. habe ich nochmal Englischleistungskurs. Und ja, das ist mein erster Schultag. Nachmittagsunterricht fällt heute aus, aber meinen Stundenplan werde ich euch nachher einfach nochmal ganz in Ruhe zeigen. Wir haben jetzt auch schon fast 9 Uhr. Ich muss um 9.45 Uhr eben in der Schule sein. Und deswegen werde ich mich gleich mal auf den Weg machen. Ich habe auch nichts Spannendes dabei, einfach normale Zeug jetzt für den Unterricht und ja, so ein bisschen was aufzuschreiben und sowas, genau. Also ich ziehe jetzt mal hier meine schlaue Brille auf. Ich hatte meine ja im Februar verloren, habe jetzt letzte Woche wieder bekommen. Also ich habe mir die gleich nochmal bestellt. So kann das Schuljahr starten. Jetzt sehen wir um einiges schlauer aus. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, auf den Weg machen. Habe schon gefrühstückt, werde mir auch nichts zu essen mitnehmen, weil es sind nur 3-4 Schulstunden. Und werde euch dann nachher ausführlich berichten, wie es so war, weil ich kann euch jetzt nicht wirklich mit in der Schule, mit in Feriendeutsch, mit in die Schule nehmen. Und ich wollte euch noch mitteilen. Ohne Spaß, kennt ihr das, nach den Sommerferien, der erste Tag, mein Gedanke immer so, ja geil, jetzt dauert es fast ein Jahr, bis wir wieder so lange Ferien haben. Das heißt, ein Jahr voller Klausuren, Arbeiten, Schulstress und allem, aber gut, es gibt ja kleinere Ferien zwischendurch und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg für das neue Schuljahr und Motivation auch. Es werden auch noch ein paar Schulvideos kommen, gerade so zur Schulmotivation und so. Genau, wir werden das irgendwie alle schaffen und vor allem an die, die dieses Jahr Abi machen oder irgendwie generell ihren Abschluss. Ganz, ganz viel Glück an euch, ihr schafft es. Und ich begebe mich jetzt mal hochmotiviert in die Schule. Heute ist schon Dienstag und es ist einfach ein ganzer Tag vergangen. Ich habe euch gestern irgendwie nicht mehr mitgenommen, aber heute nehme ich euch auf jeden Fall mehr mit. Ich war gestern so K.O., obwohl ich nur 2 Stunden Schule im Endeffekt hatte, weil wir doch nicht die 6. hatten, sondern nur bis zur 5. Aber irgendwie hat mich das voll mitgenommen. Da merkt man einfach, wie der Körper sich voll dran gewöhnt hat, auch an Ferien und so. Aber ich denke, da kommt man langsam wieder rein. Ansonsten habe ich gestern noch 2 Bücher besorgt. Beziehungsweise das eine bestellt, weil der eine Lehrer wünscht sich das noch und ja, habe so Kleinigkeiten gemacht, habe noch Bücher beschriftet, weil mir aufgefallen ist, dass ich die irgendwie nicht beschriftet hatte und so. Sonst alles gemacht, aber die Bücher vergessen. Ja, und was ich generell jetzt mal als Fazit schon mal sagen kann, ich finde, man hat gleich im Unterricht gemerkt, dass es einfach viel anspruchsvoller ist. Also ich hatte gestern schon in Englisch-LK und da hat man das einfach, finde ich, auch sofort gemerkt und da sind halt auch überall Leute drin, die das halt wirklich lernen wollen. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Sonst immer in den Klassenstufen war es halt immer so, ein paar Leute hatten Lust, ein paar eher weniger. Und jetzt sind es einfach so alle, die halt Bock auf das Fach haben. Was irgendwie voll cool ist, aber dadurch steigt der Anspruch natürlich. Und wir müssen auch bis Ende der Woche schon einen Aufsatz abgeben, der dann benotet wird. Also ob ein Buch, eine TV-Show, eine Serie, irgendwie sowas halt. Ich habe mir jetzt ausgesucht, über das Buch von Michelle Obama zu schreiben, weil mich das halt eben sehr inspiriert hat. Und ich werde mich da heute auch dran setzen, das anfangen. Andere haben das einfach schon gemacht oder zumindest einen Anfang. Aber ich denke, ich werde es trotzdem irgendwie schaffen. Ich werde mir Mühe geben. Dadurch, dass es irgendwie direkt auch benotet wird, hat man schon voll den Druck so ein bisschen. Also ich mache mir da halt immer selbst Druck. Genau, wir haben heute, wie gesagt, Dienstag. Wir haben jetzt wieder 9 Uhr. Also es ist wieder die gleiche Uhrzeit ungefähr. Und ich hatte heute wieder die ersten beiden frei. Also eigentlich nicht, aber spontan sind die doch ausgefallen und das finde ich jetzt schon viel, viel besser, dass man nicht mehr diese komischen Vertretungsstunden hat, sondern wenn der Lehrer nicht da ist, fällt es halt direkt aus. Und was ihr nachher auch am Stundenplan sehen werdet von mir, ich zeige euch den nachher wirklich. Ich weiß auch nicht, ob das erst dieses Jahr so ist, aber irgendwie hat man richtig, richtig viele Doppelstunden, was natürlich irgendwie, mag ich Doppelstunden nicht so, aber jetzt im Vergleich zum Freihaben ist es natürlich richtig cool, weil wenn, dann fallen direkt 2 Stunden aus. Deswegen habe ich heute zum Beispiel erst zur 3. und dann bis zur 8. Ich habe heute auch das erste Mal Sport und Mathe. Ich werde euch dann auf jeden Fall berichten. Außerdem habe ich heute noch meine erste Fahrstunde. Ich bin gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Ich will ja hier nicht zu spät kommen, direkt am Anfang. Und werde euch dann nachher auch berichten, wie der Tag heute so war. Aber ja, also grundlegend kann ich schon mal sagen, es ist definitiv anspruchsvoller und man braucht ein besseres Zeitmanagement, wenn man alles unter den Hut bekommen will. Also Zeitmanagement ist das A und O da wirklich.
so zum dritten Mal nochmal die gleiche Szene. Wir haben jetzt schon 8:30, also Dienstagabend. Ich hatte heute Mittag noch meine erste Fahrstunde, deswegen hatte ich da nicht mehr wirklich Zeit nach der Schule. Und zu dieser ganzen Fahrschulgeschichte kommt auch noch ein Video, da halte ich alles so ein bisschen die Steps fest und berichte euch da davon, wie es war. Aber jetzt erstmal zur Oberstufe in der ersten Woche. Also heute war der Schultag eigentlich voll gut. Meine ersten beiden Stunden sind ja ausgefallen. Ich hatte zur dritten bis zur achten. Wir hatten das erste Mal auch Sport. Also wir machen da jetzt im Moment so Fitness und erstmal Ausdauer und sowas. Mathe hatten wir einfach angefangen mit Wiederholung von Funktionen und so. Und ich zeige euch jetzt mal das Wichtigste, den Stundenplan. Und ansonsten habe ich heute eigentlich echt nicht mehr so viel zu berichten. Ich denke, ich werde in diesem Video auch am Ende von der Woche wahrscheinlich einfach ein paar Tipps so zusammenfassen für euch, was ihr in der ersten Woche beachten solltet und so. Aber morgen habe ich zum Glück keinen Nachmittagsunterricht, sondern nur bis 13 Uhr, beziehungsweise wenn ich Chor hatte 14 Uhr, habe ich aber morgen noch nicht. So, ihr solltet meinen Stundenplan jetzt soweit erkennen. Also, ich habe Geschichte montags die ersten beiden. Dann habe ich 2 Freistunden, da kann ich in der Schule gerade was machen. Dann habe ich eine Doppelstunde Englisch und nochmal eine Doppelstunde Bio, also 7. 8. Ihr seht hier am Rand auch die Uhrzeiten, also bei vielen Schulen ist es ja unterschiedlich. Also das war dann der Montag und dienstags habe ich normalerweise Doppelstunde Sozialkunde, dann Doppelstunde Englisch, Doppelstunde Mathe und Doppelstunde Sport. Wir haben irgendwie nur Doppelstunden fast bekommen, was eigentlich richtig gut ist, weil wenn ein Fach entfällt, fallen 2 aus, zum Beispiel heute halt Sozi. Ich erst zur dritten. Und allgemein kann man dann in dem Fach auch mehr machen und man hat nicht so viele verschiedene Fächer an einem Tag. Das heißt, man muss dann nur weniger Fächer vorbereiten sozusagen. Also das finde ich richtig gut. Morgen habe ich dann eine Doppelstunde Chemie, eine Doppelstunde Sozialkunde, eine Stunde Bio und eine Stunde Philosophie. Die Deutschstunde ist da falsch, die ist da eigentlich in der 10. leider. Aber wahrscheinlich haben wir dann in einer Woche eben 9. 10. und in der anderen dafür dann nur bis zur 8. eben, aber kein Deutsch mehr. Dann donnerstags habe ich grundlegend die ersten beiden frei, was richtig gut ist. Und danach habe ich 2 Stunden Rallye, 2 Stunden Musik und noch 2 Stunden Philosophie. Also Philo habe ich freiwillig, das könnte ich dann auch abwählen noch sonst. Und freitags habe ich einfach 2 Stunden Bio, 2 Stunden Deutsch, 1 Stunde Musik und 1 Stunde Englisch. Und dann noch hinten 8. 9. Mathe und Chemie. Also richtig, richtig cool. Aber ich denke, mich jetzt schlechter treffen können oder schlimmer. Also es geht eigentlich noch, aber man muss sich halt ein bisschen einteilen, dafür kann man gut in den Freistunden auch was machen. Meinen Stundenplan habt ihr jetzt gesehen und ich würde mich jetzt noch hinsetzen und schon mal eine grobe Struktur schreiben für einen Aufsatz. Ich glaube, ich hatte es schon erwähnt und ich muss damit jetzt echt mal anfangen, mit Dienstag. Und wenn der irgendwie gut werden soll, weil der wird halt benotet, sollte ich mich da jetzt mal dran setzen. Aber ich finde es jetzt schon voll krass, also ich hatte okay, bis 15 Uhr Schule geht vielleicht jetzt noch. Jetzt haben wir einfach schon 9. Und wenn ich 8 Stunden schlafen will, dann muss ich um 10 Uhr schlafen gehen. Also wann soll man irgendwie was für die Schule machen? Aber gut, ich werde es jetzt eine Stunde noch machen und dann einfach schlafen gehen. Weil Schlafrhythmus ist ja auch so eine Sache, die ich irgendwie einhalten will, weil sonst ist man absolut unkonzentriert. Dafür habe ich morgen wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit und kann ein bisschen mehr wieder machen. Genau, ich werde mich jetzt einfach mal ransetzen und euch dann morgen wieder updaten. I'm starting to realize I didn't know what you had inside. Every time we tried, I let you down. If I could say just one more thing, I'd tell you that I didn't mean everything I said. It wasn't meant to be hurt by you. If I could just say, if I could just say. Ich wollte mich jetzt noch mal kurz melden. Wir haben jetzt Mittwoch in der 2. Woche schon und dieses Video eigentlich so ein bisschen abschließen. Irgendwie ist dieses ganze Video nicht so geworden, wie ich wollte. Das ist alles eher ein kleines Chaos geworden, an dem ich an jedem Tag so ein bisschen was mitgefilmt habe. Aber irgendwie nicht so mit Struktur. Deswegen werde ich es einfach so zusammenschneiden, dass es gut aussieht und möglichst harmonisch ist. Das heißt, es wird jetzt nicht wahrscheinlich alles an einem Tag sein, die Schnitte, die ihr zwischendrin seht. Aber dass es eigentlich irgendwie so einen coolen Flow hat. Und ihr habt ja trotzdem so meinen Eindruck von den ersten paar Tagen gesehen. Und ich wollte euch jetzt nochmal kurz zusammenfassend erzählen, wie ich den Anfang so fand. Also irgendwie ist es halt genauso wie früher, aber doch anders. Ich habe mir so ein paar Sachen zusammengeschrieben, die mir jetzt so aufgefallen sind. Ein paar sind Tipps, ein paar auch nicht. Das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, ist auf jeden Fall, dass man noch mehr darauf achtet, Essen abends vorzubereiten. Weil so ging es mir die letzten Tage. Ich hatte dann morgens nicht so viel Zeit und habe dann auch nicht so viel zum Essen irgendwie noch hinbekommen. Deswegen am besten abends irgendwie was vorbereiten oder
Was, glaube ich, auch ganz hilfreich ist, vom Abendessen oder so einfach noch mehr mitzunehmen oder so in die Schule am nächsten Tag, dass man da irgendwie eine Möglichkeit hat, weil gerade wenn man Nachmittagsunterricht hat, hat man echt Hunger mittags. Und ja, also denkt dran, euer Essen früh vorzubereiten, dass ihr auf jeden Fall irgendwie was dabei habt und das gut einzuteilen. Ansonsten ist es halt auf jeden Fall einfach anstrengender und ein anderes Niveau. Also man merkt einfach, dass es mehr von einem fordert, würde ich sagen, gerade im Unterricht. Aber irgendwie macht es auch voll Spaß, weil es einfach ein anderes Arbeiten ist. Man ist konzentrierter und alle sind halt so ruhiger irgendwie und wollen halt wirklich in diesem Leistungskurs sein. Oder alle machen ja freiwillig ihr Abi. Deswegen ist es eigentlich echt cool und ich finde das Lernniveau bisher echt richtig gut. Also viel besser als davor. Ansonsten braucht man einfach ein besseres Zeitmanagement, um irgendwie durchzukommen. Also ich finde, dass die Hausaufgaben, kommt drauf an, manche sind umfangreicher, manche auch nicht. Also eigentlich geht es so vom Gesamtumfang, aber trotzdem braucht man einfach besseres Zeitmanagement, gerade wenn man länger Unterricht hat. Also ich habe jede Woche ungefähr einmal bis 16.30 Uhr, habe dann zwar auch Freistunden, aber sonst auch öfter bis 15 Uhr und einmal nur bis 13 Uhr. Und je nachdem, wie es dann mit Hobbys bei einem noch aussieht und was man am Wochenende vorhat, muss man sich das halt irgendwie echt gut einteilen. Zumindest wenn man halt irgendwie ein relativ gutes Zeugnis haben will und wirklich auch im Abi ein bisschen mehr erreichen will, würde ich sagen. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall hinzubekommen. Also im Moment sieht es auch gut aus. Ich bin mal gespannt, wie es in der Klausurenphase wird. Weil ich glaube, da wird es dann richtig stressig von der Zeit und wie man das irgendwie lernen soll. Aber irgendwie wird es auch rumgehen, weil so viele andere haben es auch schon geschafft. Das ist irgendwie so meine Motivation im Moment, dass ich mir denke, irgendwie wird es schon. Das ist halt einfach eine Umgewöhnung und es ist anders. Es ist ein bisschen anstrengender vielleicht, bis man da mal drin ist. Aber es macht auf jeden Fall viel Spaß und ich glaube, man muss halt gucken, dass man sich für jedes Fach irgendwie interessiert oder auch wenn man von Anfang an eigentlich kein Interesse hat, irgendwie so richtig an einem Fach, bei mir zum Beispiel Geschichte, das ist nicht so meins, aber ich versuche dann irgendwie einfach, mich da so ein bisschen reinzufinden, was zu finden, was ich interessant finde, das mir doch Spaß macht. Also das war jetzt so mein Eindruck oder meine ersten Tage in der Oberstufe. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Ich hoffe, das nächste wird noch strukturierter und ich werde bestimmt noch oft in Zukunft irgendwie vloggen, wenn ich in die Schule gehe. Deswegen kriegt ihr das ja dann noch mehr mit, wie mein Alltag einfach ist, weil es gehört ja bei mir dazu. Ansonsten lasst mir gerne mal Feedback in den Kommentaren da, ob ihr noch mehr Schulvideos sehen wollt. Ich habe noch ein paar geplant, das ist jetzt zwar dann nicht mehr so back to school like, aber die kommen einfach dann, wenn ich Zeit habe. Ich versuche das jetzt alles besser noch hinzubekommen, ist ja erst die zweite Woche, dass YouTube auf jeden Fall nicht untergeht und Social Media. Also ich hoffe jetzt einfach, dass das Video euch trotzdem gefallen hat und ich wünsche jetzt einfach noch einen ganz tollen Tag und bis zum nächsten Video.